Jetzt möchte ich Susan nach vorne bitten für unseren Mahnwachengruß. Jetzt, wenn du dich da schräg hinstellst, geht's. Hallo liebe Mitmenschen, egal ob ihr euch den Mahnenden, den Wütenden, den Kritischen, den Interessierten oder sonst einer Gruppe zugehörig fühlt, bin ich froh, euch heute mit meinen Worten zu erreichen. Einige stehen vielleicht zum ersten Mal auf einer Mahnwache und andere wiederum harren seit vielen Monaten aus. Wisst ihr was? Es spielt überhaupt keine Rolle, wer wie lange schon dabei ist. Wichtig ist, dass ihr da seid und euch engagiert. Keiner von euch sollte glauben, seine Ideen, Vorstellungen oder aber auch seine Kritik zurückhalten zu müssen, weil er andere und deren Meinung als wichtiger erachtet. Keiner will das, doch es kann auch niemand wissen, was ihr denkt, wenn ihr eure Meinung nicht mit anderen teilt. Die vergangenen Wochen und Monate haben uns in Bautzen und wahrscheinlich auch einigen anderen Mahnwachen gezeigt, dass sich eine gewisse Stagnation breit macht. Den Organisatoren sowie den Aktiven, die nicht nur den Montag, sondern auch viele weitere Stunden und Tage Mühen und Nerven investieren, geht der stockende Fortschritt bzw. sogar der Rücklauf an Teilnehmern ziemlich an die Substanz. Ich glaube, es ist keine Schande zu sagen, dass man manchmal mit seinem Latein am Ende scheint. Deshalb möchte ich mich mal an die Verantwortung eines jeden Einzelnen von euch richten. Eine kürzlich von uns ins Leben gerufene Umfrage hat gezeigt, dass die Bereitschaft, sich aktiver einzubringen, durchaus gegeben ist. Warum diejenigen uns das nicht schon früher gesagt haben, bleibt deren Geheimnis. Doch es erfüllt uns mit Freude zu sehen, dass das, was wir hier erreichen können, und zwar zusammen zu arbeiten, Netzwerke zu knüpfen und durch die unterschiedlichen Einflüsse im Kollektiv zu profitieren, auch funktioniert. Wenn dies erst einmal richtig kommuniziert wird. Die Kommunikation ist laut der Umfrage wohl der größte Kritikpunkt. Dabei geht es nicht darum, dass wir keine Themen haben oder auf der Stelle treten. Nein, es ist die Kommunikation untereinander. Sicher, man unterhält sich, man diskutiert, man tauscht sich aus und bekommt auch mal den einen oder anderen Blick auf die Dinge. Doch was bleibt am Ende? Ein noch kritischerer Blick auf das tagesaktuelle Geschehen. Doch dass wir kritisch prüfen und hinterfragen sollten, das wissen wir doch alle. Ich meine, die Kommunikation sollte uns anders dienen. Sie sollte uns verbinden, nicht nur im Gedanken, sondern auch im Handeln. Wenn wir eine Vorstellung einer Gesellschaft haben, die im Einvernehmen durch das Können und das Engagement eines Einzelnen von uns profitiert, dann müssen wir doch hier damit anfangen. Schaut euch mal in der Runde um. Einige Gesichter seht ihr nun schon seit Monaten hier. Zu einigen Gesichtern habt ihr auch einen Namen. Ihr seid vielleicht sogar froh, die Personen hinter den Gesichtern kennengelernt zu haben. Doch wie sehr kennt ihr euch eigentlich wirklich? Kennt ihr die Beweggründe eines jeden von euch, sich montags hierfür die Zeit zu nehmen? Wisst ihr, wer welchen Beruf ausübt? Wisst ihr, was der Gegenüber für Fähigkeiten hat? Wisst ihr von den Visionen des anderen? Habt ihr schon mal überprüft, ob ihr nicht voneinander profitieren könntet? Habt ihr nicht? Dann wird es jetzt Zeit dafür. Wenn ihr persönlich voll hinter einer Sache steht, dann erzählt so vielen Menschen wie möglich von eurer Idee. Verbreitet sie nicht nur in den Netzwerken, sondern auch direkt auf Veranstaltungen. Sprecht Freunde an. Seid positiv, aktiv und engagiert. Wenn viele Menschen nun von eurer Idee erfahren und sie davon begeistert sind, dann wird sich diese ausbreiten wie ein Schwarm. Dass dies die Wahrscheinlichkeit erheblich erhöht, Gleichgesinnte für euer Projekt zu finden, die genau dasselbe suchen, leuchtet ein. Also schiebt nicht euer Verlangen vor euch her, sondern geht ans Mikro, erzählt, wer ihr seid, was ihr könnt, was ihr wollt und utopiert. Ein deutscher Dichter sagte mal, wunderbare Utopien liegen oft direkt vor unseren Füßen, doch wir sehen mit unseren Teleskopen darüber hinweg. Ich kann mir gut vorstellen, dass das heute in einer Zeit,
in der jede positive Fantasie ins Lächerliche gezogen wird, noch viel häufiger der Fall ist als vor 200 Jahren, als jenes Zitat verfasst wurde. Hier auf den Mahnwachen bin ich mir jedoch sicher, dass eure Worte Gehör finden. Ob Zustimmung oder Kritik sei dahingestellt. Wichtig ist, dass ihr nun konstruktiv daran arbeiten könnt und womöglich findet sich auch gleich jemand, der euch dabei unterstützen wird. Unabhängig von meinen Worten und Wunschvorstellungen wünsche ich mir jedoch, dass ihr weitermacht. Mir ist völlig bewusst, dass nicht jeder so aus sich herauskommen kann und es schon einen großen Mut benötigt, überhaupt etwas für etwas einzustehen, selbst wenn es nur der Friedensgedanke ist. Macht weiter, bleibt stark, lasst euch nicht beirren und auseinandertreiben. Bleibt eine autarke Mahnwache, prägt sie mit euren Ideen und profitiert von euch, von uns und von uns allen anderen. Es grüßt die Mahnwache in Bautzen.